Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und hier bin ich mal wieder, deine Sandra mit einem neuen Orakel für dich. Ja, wir räuchern, weil es gerade sehr, sehr dringend zu sein scheint oder nötig zu sein scheint. Das ist aber auch gar nicht schlimm, ob es jetzt nötig ist oder nicht, oder es ist auch nicht der Grund, ob es nötig ist oder nicht. Wichtig ist, dass man sich ein Ritual erschafft, welches einem einfach eine gewisse Sicherheit gibt oder ein Wohlgefühl gibt, etwas Gutes für sich zu tun, was einem dann gefühlten Schutz bietet, wo man einfach gestärkt aus dem Haus geht oder gestärkt in den Tag startet, mit dem guten Gewissen, dass man einfach eine gewisse Schutzhülle um sich herum hat, eine imaginäre Schutzhülle oder halt einfach auch, es muss nicht mal Negatives sein, ne? Das ist halt einfach ein Wort, mit was man Räuchern verbindet. Aber es geht eigentlich auch gar nicht darum, Negatives zu verbrennen, sondern einfach darum, sich etwas Gutes zu tun mit den gewissen oder entsprechenden Kräutern. Ich habe gestern zum Beispiel Zitronenmelisse gepflückt und das wird jetzt getrocknet und dann ist Zitronenmelisse zum Beispiel auch ein ganz schönes Räucherkraut, um ja, was einen wieder aufleben lässt zum Beispiel. Ne? Es muss ja nicht immer dieses Schutzräuchern sein, sondern es muss eine schöne, oder es soll, es muss nicht, es soll eine schöne Atmosphäre schaffen, wo man einfach wieder Kraft auftankt, wo man sich wieder wohlfühlt, wo man sich danach gestärkt fühlt. Ne? So, ich beginne einfach mal mit meinen Farbkarten und schau. Es sind keine Farbkarten, es ist ganz normales Tarot, aber hier wirken Farben und es ist wunderschön. Und jetzt schauen wir mal. Wow. Ich lasse jetzt einfach mal die drei Karten, das reicht auch mal für die Deutung. Wir haben hier drei starke Arcana-Karten, Verbindung zu stark. Merkt ihr was? Cool, oder? In der Mitte, in der Hauptenergie, das Rad des Schicksals. Also das hatten wir jetzt in den letzten Legungen sehr oft, weil einfach gerade die Stimmungen, die Energien, die Zeichen, die Zeit an sich einfach dazu bestimmt ist, dass sich etwas ja, verändern möchte, weil hier etwas ins Stottern geraten ist, ins Stehen geraten ist, es womöglich nicht weitergeht gerade. Und das hat etwas mit deiner Kraft, deiner Stärke, deinem Erfolg, deiner Leistung, dass man vielleicht nicht so leistungsfähig gerade ist. Oder ja, einfach auch mit dem Glücklichsein zu tun hat, mit, ich nenne es jetzt einfach mal Erfolg. Sagen wir mal Erfolg, weil Erfolg kann man auf alles Mögliche münzen. Erfolg in der Liebe, Erfolg in der Arbeit, Erfolg durch Kraft und Stärke, innere Kraft und Stärke. Und das ist jetzt, ja, sagen wir mal, vom Himmel geschickt worden, vom Universum geschickt worden, diese Situation, weil es hier was zum Ablösen gibt, was abgelöst werden muss, damit ja das Rad sich einfach weiter drehen kann. Weil es hier etwas gibt zu erfahren. Hier ist ein Zyklus auch abgelaufen und hier möchte ein neuer Zyklus begonnen werden. Eine neue Ära, eine neue Zeit, ein neues Erlebnis, eine neue Erfahrung, ja, irgendetwas Neues möchte hier entstehen. So, wir schauen weiter.
So, das ist jetzt erstmal so die Hauptenergie, die Hauptessenz. Und jetzt schauen wir mal, um was es genau geht. Ja, also hier sehen wir schon mal hier mit den 5 der Kelchen, dass man hier sehr verlustängstlich ist, dass man überhaupt ängstlich ist. Sag mal, seht ihr das überhaupt gut? Oder? Ich glaube schon, ja. Ja, dass man einfach so ängstlich ist, dass man sich Sorgen macht, ja, dass man einfach gerade eine nicht so schöne Zeit hat, eine Zeit von Traurigkeitsgefühlen oder dass man halt irgendwie immer noch in einer alten Verbindung steckt, die vielleicht, ja, mit der man nicht mehr zusammen ist oder mit der man sich gestritten hat oder wo es einfach nicht so läuft, wie man möchte. Einfach so eine Zeit, wo man sich traurig fühlt und auch ja, die einfach, sagen wir einfach mal, traurig ist, ne? Ohne jetzt mal weiter reinzugehen in die Emotion. Es geht um eine Zeit, die dich traurig macht und dir dadurch halt eben auch die Kraft nimmt, ja, dir die Kraft auch für den Alltag nimmt, die Kraft für spezielle Arbeiten nimmt, die Kraft nimmt, Dinge zu tun, die eigentlich anstehen, Dinge zu tun, die dich glücklich machen, weil diese Traurigkeit einen einfach richtig runterzieht. Ne? Und jetzt haben wir hier auf das Rad des Schicksals, haben wir das Ass der Stäbe und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich gerade, egal welche Karten ich nehme, es geht halt hier auch darum, etwas zu verändern, weil genau in dieser Situation halt eben auch ja, die Möglichkeiten liegen und die halt eben auch, und das ist hier auf dieser Karte so schön deutlich gemacht, die auch Früchte trägt. Ja, also auch wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, dass es gar nicht mehr weitergehen kann oder dass es schlimmer gar nicht mehr kommen kann oder vielleicht sogar den Glaube an etwas Bestimmtes verloren hast. Ja, man, es gibt ja so Sprüche, sage ich jetzt mal, ich habe den Glaube an die Menschheit verloren, ich habe den Glaube an die Liebe verloren und so weiter, dann ist dem einfach nicht so. Das sind diese Emotionen, die diese Situation auslösen, dieses Traurigsein, dieses Ängstlichsein. Ja, in diesem Gefühlszustand kommen einem alle möglichen Horrorszenarien, aber definitiv nichts Positives. Ne? Und in genau dieser Situation liegt aber etwas, was schon Früchte trägt mittlerweile, welches dir auch wieder die Kraft gibt, ja, sagen wir mal, aufzublicken, in die Kraft zu kommen, in die Pötte zu kommen, könnte man auch sagen. Weil man hier einfach auch nicht wahrhaben will, dass die Situation, in der man ist oder war, man könnte jetzt auch sagen, ein Ablenkungsmanöver war, welches verhindert hat, dass du diese Möglichkeiten in dieser Situation nicht wahrnehmen kannst, gar nicht wahrnehmen konntest, je nachdem. Weil man vielleicht noch gar nicht hier in der Kraft war, zu sehen, was da eigentlich hintersteckt. Hinter dieser Traurigkeit. Also definitiv brauchen wir da Erklärungskarten. Aber das ist auch die Angst, welche einen halt auch noch runterzieht, die einen traurig hält, die einen in dieser Stimmung hält, weil hier gibt es noch etwas, was man ja nicht wirklich wahrhaben will. Hoppala.
Ja, da gibt es noch eine Überraschung. Da wird es noch eine Überraschung geben oder es gab eine Überraschung, eine Trennung, eine Situation, die dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat, eine Situation, die, es kann eine Nachricht sein, es kann eine Situation sein, es kann etwas sein, was plötzlich und unerwartet gekommen ist, auf dich eingetroffen ist. Ja, eine plötzliche Nachricht, eine plötzliche Situation. Etwas Unverhofftes, was, ja, wie ich vorher schon sagte, ne, das ist so eine Situation, da passiert etwas oder man bekommt eine Nachricht und dann denkt man so, ach du Schande. Nein, oh, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Das hätte ich nie gedacht. Was ist denn das? Ja, so eine Schockreaktion. Und so eine Schockreaktion, die macht einen auch erstmal starr, unfähig, irgendwas zu machen, zu sagen, zu denken, zu handeln. Ja, weil man erst einmal geschockt ist und das zumindest auch nicht erwartet hätte, was man da erfahren oder gesehen hat oder was sich da ereignet hat. Ne, das ist so eine richtige Schocksituation. Und in dieser Schocksituation ist man halt erstmal auch gelähmt und will da dann auch erstmal gar nicht hinschauen, beziehungsweise man kann da auch erstmal gar nicht hinschauen, weil man damit einfach auch niemals gerechnet hätte, ne? So, da sind gleich drei Karten gefallen und die nehme ich jetzt tatsächlich auch alle mal mit, weil es mich halt selber jetzt auch interessiert. Ja, da haben wir halt eben die Kraft und die Stärke, da wirklich hinzuschauen. Dann haben wir hier die, ja, sagen wir mal, in ganz salopp halt eben auch dieses Gleichgewicht, dieses innere Gleichgewicht, um was es hier geht. Und eine Entscheidung, ne? Eine Entscheidung. Ein Urteil, sagen wir, ein Urteil ist etwas, wie man etwas beurteilt. Und hier beurteilt man vielleicht noch nicht wirklich oder man hat etwas falsch verurteilt. Man hat eine Situation, ein Erlebnis, einen Menschen verurteilt, der einfach noch nicht sehen konnte, um was es hier geht, der nicht erkennen konnte, was er nicht sehen will. Und genau deshalb ist diese Situation jetzt ausschlaggebend oder wichtig oder richtig, auch wenn man es also sich nicht vorstellen kann, ja, man denkt, es ist immer eine Strafe von Gott, dass man jetzt bestraft wird oder dass man in einer solchen Situation ist oder man denkt, es ist ein böses Zeichen oder man ist vom Glück verlassen, warum trifft es immer mich und so weiter. Und jetzt nehme ich mal unter diesen Decks die unterste Karte, um hier nochmal Botschaft reinzubekommen. Man sieht hier auf jeden Fall, es geht um ganz viel Gespräch. Hier liegt etwas zugrunde, also dieser Situation zugrunde, dass es hier um Gesprächsbedarf geht, sich zu öffnen, ein Geheimnis auch zu lüften, welches in einem steckt, was einem natürlich auch nicht bewusst ist, vor das man aber tatsächlich wegläuft. Ja, irgendetwas wurmt einen, irgendetwas, ja, die Sieben der Schwerter, das ist so dieses Wegschauen vor den Tatsachen, Wegschauen vor der Realität, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig in Anführungsstrichen, weil jeder hat sein, Anführungsstrichen, jeder hat seine eigene Realität. Deswegen sage ich lieber, jeder hat ein Thema in sich drinne, was er gerne noch oder auflösen, erkennen und auflösen müsste, damit er hier wieder in seine Kraft kommt. Und das haben wir ja auch in der Hauptenergie liegen. Und mit dem Ast der Schwerter, also auch wieder die Chancen und Möglichkeiten,
Wird es einem auch gelingen, hier nicht mehr wegzuschauen, weil wir haben ja auch hier die Herrscherin, die auch für die ja, Fruchtbarkeit in dieser Angelegenheit, die für das Auflösen dieser Angelegenheit steht, weil man es wagt oder es schafft, sich dieses Thema anzuschauen. Also man nimmt den Mut auf sich, jetzt mal tiefer zu gehen, tiefer zu schauen, was man hier in der Vergangenheit nicht geschafft hat, weil man vielleicht auch sehr verschlossen war, über das ein oder andere Thema zu sprechen. Und jetzt schafft man es, sich zu öffnen, man schafft es, sich diesem Thema zu widmen, sich die Zeit auch zu nehmen, dem Thema zu widmen und ja, vielleicht ist es auch etwas, was schon lange anstand, man sich aber nicht getraut hat, darüber zu sprechen, darüber zu reden. Man sich halt auch immer wieder abgelenkt hat oder sich versucht hat, etwas schön zu reden. Und jetzt hat es aber so dermaßen geknallt, was immer auch der Knall war. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es ist auf jeden Fall ein Knall oder eine Überraschung oder eine Outung kann man auch sagen, dass jemand etwas von sich preisgegeben hat, wo man erstmal aus allen Wolken fällt gefühlt, ja, wo man nie damit gerechnet hatte, was einen halt einfach auch in eine Schocksituation bringt und diese Schocksituation macht halt auch traurig. Ich glaube aber, dass es hier darum geht, dass du derjenige bist, der dieses erfährt, der davon hört, der davon etwas mitbekommt und bei dir dadurch halt etwas auslöst. Und dieses Erlebnis, ja, diese Schocksituation, diese Überraschung, dieses Unerwartete, löst bei dir in erster Linie den Schock und Trauer aus, aber in dieser Situation, die bereits schon Früchte trägt, ja, kannst du auch etwas bei dir Wichtiges auflösen, was dir zuvor im Leben irgendwo im Weg stand, dich um dein Glück gebracht hat, ja. Was dich vielleicht auch sehr schwach gehalten hat oder zumindest nicht in der ursprünglichen Kraft, in der du sein könntest, wenn dieses innere Thema nicht wäre. Und dieses Thema, was jetzt durch diesen Umstand des Schockzustandes herauskommt oder du erfährst oder erkennst oder du halt, weil wir hier die zwei, wir haben ja zweimal die sieben der Schwerter, dass du erkennst, dass es dieses Thema zweimal gibt. Oder du erkennst, dass der andere, wer auch immer der andere ist, dein Herzensmensch, eine wichtige Person auf jeden Fall in deinem Leben, das gleiche Thema hat wie du, welches euch beide daran gehindert hat, ja, Sonne und die Welt weiterzugehen, weiterzukommen, glücklich zu sein, kraftvoll zu sein. Und dadurch ist dieses Schockerlebnis auch gleichzeitig, und jetzt lyncht mich nicht, aber auch die Möglichkeit der Heilung. Ja, und um es natürlich nicht noch diese Karte auch noch zu erwähnen, diese Situation nüchtern und aus einer anderen Perspektive zu sehen, das ist auch so eine Art Rat oder so eine Art Fingerzeig. Betrachte diese Situation von außen und nicht aus dieser Energie der Traurigkeit, um sie
erkennen zu können, um sie verstehen zu können. Es kann auch sein, dass du hier jemanden hast, dass diese Karte eine Person darstellt in deinem Umfeld, die dich genau darauf hinweist, ja, die dich darauf hinweist, diese Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen, um sie dir verständlich zu machen. Weil man sieht auch hier in der Diagonalen wunderschön, dass genau diese Situation, die hier passiert ist, ein Wink des Fingers, des Schicksals ist. Ich sage es jetzt einfach mal so: ein Wink des Universums, ein Wink des Schicksals, ein Wink von Gott, ja, ein Wink deines Schöpfers, je nachdem, an was du glaubst, um dir dein eigenes inneres Thema zu wiederzuspiegeln, es zu erkennen und dadurch auch aufzulösen. Ja, die Sonne ist auch die Heilungskarte auf diese Überraschung, auf diese Katastrophe, auf diese Situation, die eine Katastrophe, eine starre Schocksituation in dir ausgelöst hat, dich unsagbar traurig macht und dich dadurch halt auch unten hält. Ja. Es kann auch eine Situation sein, die schon viel, viel länger her ist, vielleicht sogar schon aus der Kindheit passiert ist und als Trauma in deiner Seele festhängt und deine Seele sich davon lange, lange nicht befreien konnte und darüber auch immer ja irgendwo hinweggesehen hat, sich abgelenkt hat oder halt ein Thema, was einfach in dir drinne sitzt. Und dadurch jetzt ans Tageslicht kommen möchte, gesehen werden möchte, gehört werden möchte, gefühlt werden möchte, um es dann auflösen zu können, damit es für dich einfach jetzt auch weitergeht. Ja, ich muss mal schauen, wie ich dieses Orakeln benenne, damit es auch gehört und gesehen und geschaut wird, weil ich finde, es ist auch gerade jetzt eine wichtige Botschaft, weil man sich halt ganz oft auch vor solchen Überraschungen, in Anführungsstrichen, man freut sich immer auf Überraschungen, aber nur wenn sie schön sind. Und es gibt halt leider auch Überraschungen, die nicht so schön sind oder nicht so schön wirken, aber etwas Wunderbares im Gepäck dabei haben, auch wenn man es im ersten Moment nicht sieht. Und deswegen ist dieses Orakel aktuell eine sehr wichtige Botschaft, denn genau solche Überraschungen passieren halt einfach auch täglich. Und dadurch, dass ja hier mit der Welt ein Zyklus vorbei zu sein scheint oder endlich aufgelöst werden möchte, ein immer wiederkehrender Zyklus oder eine Situation, aus der du schicksalshafterweise jetzt herausgeholt werden sollst, möchtest, musst, wie auch immer, um wieder hier in deine ursprüngliche Kraft zu kommen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Wir haben noch nicht Wochenende, wobei ich schon gar kein Zeitbefinden mehr habe. Einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra. So, noch einmal Reinigung, Kraft und Energie für alle. Bis zum nächsten Mal, deine Sandra.